aus dem Sommerurlaub zurück und die Show muss sofort weitergehen. Wir haben hier einen BMW V8 E92 M3 Motor. Das ist ein Alosil-Motor. Ich glaube, Motorcode ist S65B40. Alosil bedeutet hier Aluminium-Silizium-Legierung. Aus dem besteht der komplette Motor. Benötigt ein spezielles Hohnverfahren. Ihr seht hier, das Ding hat gar nicht so einen richtigen Hohnschliff, sieht eher so ein bisschen matt aus. Das liegt daran, weil hier eben gar kein richtiger Liner, also keine Büchse eingepresst ist. Und eben nur auf dieser Aluminium-Silizium-Oberfläche läuft. Hat Vor-, hat aber auch Nachteile, aber der Motor ist hier zur Revidierung und Tuning. Hier seht ihr, der Kollege hat da unten, Moment, Lampe, hat einen Pleuelagerschaden auf dem Zylinder. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen da mal was Schöneres draus. Wir wollen da ein bisschen mehr Hubraum noch rausgenerieren. Der hat original schon 4 Liter, aber da kann auch mehr gehen. Aber ich sag's euch, die Köpfe sind ab Werk ein absoluter Genuss. Schaut euch das an, diese Köpfe sind einfach ab Werk schon CNC gefräst. Das ist mega. Und auch Brennraum. Brennraum ist auch schon komplett gefräst. Sieht auch richtig, richtig gut aus. Muss man mal überlegen, was wir da noch besser machen können. Und der hat einfach Hydros. Die Hydros sind übelst komplexe Bauteile. Seht ihr das? Der hat hier noch so eine Nut. Dann ist da so ein üblicher Hydro. Bohrung, dann ist er halt auch gewichtserleichternd gefertigt. Aber das Ding dreht mit Hydros einfach mal 8,5 Serie. Kann man so machen, glaube ich. Kolben. Das Ding ist 12:1 verdichtet. Kolben sind original ein Mahle-Rohling. Da steht's. Yes. Geht schöner. Pleuel ist ein Gusspleuel, was gecrackt ist. Gecrackt bedeutet hier, für die Leute, die es noch nicht wissen, hier, die werden in der Produktion gebrochen und wenn es eben gebrochen ist, ergibt es immer ein ideales Puzzle zueinander, was die beste Passung ermöglicht, die man sich vorstellen kann. Liegt einfach daran, kostentechnisch ist es einfacher, es einfach zu cracken, statt es einfach in Präzision zu fräsen. Ja. Das steht auf jeden Fall an. Also, BMW M3 Motor bauen. Dann, was haben wir noch hier? Hier haben wir, was haben wir heute? Bin eigentlich noch alleine hier. Die Jungs kommen erst nächste Woche wieder. Da hat so ein bisschen Zeit für ein paar Projekte. Das ist Halter für Volkswagen-Köpfe, VW-Audi-Köpfe irgendwie. Wenn man da was umbaut, muss man irgendwie andere Halter hier drauf bauen. Mache ich nur im Auftrag. Relativ cool. So. Audi 1.8 Turbo Kopf hat sich verlaufen. Keine Ahnung, was der hier sucht, Alter. Dann die Reib- bzw. die Hohnahle für die Hauptlagergasse von Philipp ist endlich da. Yes, die steckt nur hier mal so gerade Probe. Ich habe euch ja versprochen, dafür wird es ein explizites Video geben, wie wir diese Reibahle, warum sage ich denn die ganze Zeit Reibahle? Wie wir diese Hohnahle in Kombination mit meiner Hohnmaschine in Verbindung bringen. Von Sun selber gibt es da eigentlich ein Kit, was man irgendwie adaptieren kann, aber das ist, gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Ich habe vor, die Maschine quasi da an die Wand zu stellen, so dass wir von hier stehen und quasi so durchhohen können. Der Motorblock soll hier aufgebaut werden. Das kann man alles rüberschwenken. Das fährt man komplett rüber. So. Dann will ich den hier aufbauen, sodass wir hier von der Seite quasi die Hauptlagergasse mal auf Maß holen. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Projekt. Dann, ach, hier geht es ja schon weiter. FA20. FA20, für alle, die es nicht wissen. Diese ganzen Subaru BRZ und GT86. Die haben diesen Motor drin und der ist ab Werk komplett so Open Deck. Und das ist die Ausfräsung. Ich hoffe, man sieht es hier rundherum. Das habe ich komplett ausgefräst, damit wir da diese Einsätze, so wie man das kennt bei den EJ-Motoren, dann kommen hier eben diese Einsätze eingepresst und dann gibt es ein geschlossenes Deck hier auf den ersten 15 mm.
Allerdings beim FA20 wird es eine komplette Brille, eine große Brille, die dann in einem Stück da reingepresst wird. Aber ich warte gerade noch auf Material. Ich habe kein Aluminiummaterial mehr. Kommt aber, glaube ich, morgen, hoffe ich. Ja, so, weiter geht's. Wir waren ja 10 Tage ein bisschen Fahrradfahren in den Alpen. Das war ein Träumchen. Hier ist entspannte Ruhe. Es ist gerade 17 Uhr 45. Und hier steht der ganze Haufen, der hier angekommen ist, während wir im Urlaub waren, wo ich gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll. Hier haben wir einen 6-Gang SDI-Getriebe bekommen. Das sollen wir revidieren. Nach dem Revidiervideo von dem einen Vlog, wo wir das 5-Gang vom WRX revidiert haben, Eskalation. Aber wir schaffen nicht alles, aber ich versuch's. Hier haben wir einen VW-Bus-Motor. Der Motor von Subaru ist in einem VW-Bus drin. Und da sollen wir mal gucken, warum der so viel Öl gebraucht hat. Und hier habe ich ehrlich noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß, dass der von meinem Freund vom Chris Miskos ist. Ich glaube, da sollen wir einen Longblock bauen. Also man sieht auf jeden Fall, das ist irgendwie ein Motorblock. Ja. Gut. Und noch ein paar andere Motoren. Ja, das geht zur Sache hier. Ich sag's euch, ich weiß gar nicht, wie ich hinterherkommen soll. Ich glaube, dafür brauchen wir als allererstes mal eine Espresso. Mandelgebäck. Mandelgebäck von meinem Freund Salvador, das ist lecker. Warte, ich zieh kurz Espresso. Oh yeah, was ein Elixier. So, gönne ich mir einfach mal so ein Mandelgebäck. Boah, die müssen wir mal probieren. Boah. Ja, den zweiten Ring später. Ja, wie ihr seht, geht zur Sache hier. Wir machen jetzt was Cooles, und zwar machen wir ein bisschen ein Reaction auf ein Reaction. Nein, wir machen ein Reaction-Video, und deswegen ist hier auch schon hier, wow, was ein Setup, Alter. Ist ja wie in Hollywood hier. Und zwar geht's jetzt gleich direkt, also ihr werdet jetzt hier, ich versuche das irgendwie so, irgendwo hier ist jetzt ein Link zu einem neuen Video. Da geht's weiter. Und da gibt's ein Reaction-Video. Von was? Gucken wir mal.